Königin des Chaos. Meine Persönlichkeit kann wirklich nur so umschrieben werden. Ich liebe das Chaos liebt auch mich und ich komme sehr gut damit zurecht. Wow, perfekt. Richtig geile Antwort. Meine Community hat das festgelegt, nicht ich. Ich spreche laut und enthusiastisch über Computerspiele. Mein erster Job, ich habe es mir zwar nicht selber ausgesucht, aber es war die Moderation eines Finals der ESL Pro Series. Wie kam ich ans Moderieren? Weil das hat sich jemand anderes für mich ausgedacht tatsächlich. Das war keine Idee, die ich selber hatte. Mir wurde nur gesagt an einem Mittwoch, Melli, bist du am Samstag auch da? Und eigentlich war ich das nicht, weil ich nicht arbeiten sollte das Wochenende. Und dann war die Person am Freitag wieder in meinem Büro und meinte, bist du morgen auch dabei? Und ich so, nee, ich arbeite nicht. Ja, aber wir weihen das neue Studio ein, du musst unbedingt kommen. Ja, und auf einmal wurde ich mit Mikrofon vor die Kamera geschubst. Und schlecht genug habe ich es scheinbar nicht gemacht, weil dann durfte ich es nochmal machen. Jetzt liebe ich's, ja. Das allererste Videospiel, was ich gespielt habe, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, weil das war pretty much in dem Moment, wo ich selbstständig aufrecht sitzen konnte, saß ich vor einer Konsole. Es wird was an der SNES gewesen sein, bestimmt Super Mario oder sowas. Meine erste E-Sports-Erfahrung war in der Informatik AG in der 9. Klasse, wo ich festgestellt habe, dass die Jungs hinter mir eine große Party schmeißen und ein Game zocken, an dem sie wahnsinnig viel Spaß haben, wo ich mich dann reingefuchst habe und mich dann auch sturzverliebt habe dahin. Ja, ist Counter-Strike 1.6 gewesen. 1.5 damals sogar. Königin des Chaos. Meine Persönlichkeit kann wirklich nur so umschrieben werden. Ich liebe das Chaos liebt auch mich und ich komme sehr gut damit zurecht. Wow, perfekt. Richtig geile Antwort. Meine Community hat das festgelegt, nicht ich. Gedanken lesen möchte ich eigentlich nicht, weil die Leute teilen schon so viele Gedanken mit einem, die man selber gar nicht so haben möchte, tatsächlich. Aber ja, welche Superkraft möchte ich haben? Ich fliegen. Damit ich schneller zu meinen Gigs komme. Mit welcher berühmten Person ich gerne einen Tag verbringen würde, wären zwei meiner großen Vorbilder. Einmal Ingrid Klimke und einmal Jessica von Bredow-Werndl. Beide im Reitsport absolute Koryphäen. Wenn ich eine davon aussuchen müsste, dann wäre es die Ingrid, weil sie schon viel länger dabei ist. Und ich glaube, von dieser Erfahrung könnte man sehr zehren. Sportarten unabhängig, wohlgemerkt. Wofür eine App meiner Meinung nach entwickelt werden müsste. Oh Gott, es gibt doch schon für alles Apps. Ich versuche gerade in meinem Kopf einen Use Case zu finden, was jetzt noch so fehlt tatsächlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine App, die alle Social Media Apps zusammenfasst und alle Funktionen uneingeschränkt auch zur Verfügung stellt, sodass man in der App nur innerhalb der Plattform wählen muss. Ruft mich an, wir realisieren das. Was den E-Sport für mich so besonders macht, ist die Leidenschaft, mit der die Leute dieses Thema bewältigen, sage ich jetzt einmal, weil es ist einfach so schön zu sehen, wie viel inneres Feuer einfach brennt, wenn Leute mit diesem Thema arbeiten und von diesem Thema umgeben sind. Und das ist einfach, das ist mein Antrieb, Punkt. Die letzte App, die ich gecheckt habe, ist Twitter tatsächlich, weil Twitter und ich, wir sind so. Ich liebe Twitter. Also mein Lieblings-E-Sport-Titel ist selbstverständlich Counter-Strike. Da komme ich her. Damit hat alles angefangen. Und ich hoffe, dass mich dieser Titel noch weitere 2, 3 Jahrzehnte begleiten wird. So wie die letzten zwei. Das ist echt schwierig, weil ich habe schon so viel in meinem Leben machen dürfen. Eine Sache, die ich wirklich noch gerne machen wollen würde, ist ein S-Tier-Tournament hosten. Die Gamescom durfte ich schon eröffnen. Das wäre mein erster Call gewesen, aber das habe ich mir schon ermöglicht. Aber so eine S-Tier-Bühne, da hätte ich Bock drauf. Ich würde mir gerne was von Blast angucken, weil die Events echt immer mega flashy und super gut organisiert und toll auf den Beinen stehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich gerne mal vor Ort sein. Hui, ich habe einen zweiten Namen. Soll ich ihn verraten? Aber dann wissen das die Leute doch. Mein zweiter Name ist Tuba. Das ist der Baum, in dessen Schatten das Paradies steht. Und das G ist stumm. Wirklich.
Aber tatsächlich, meinen zweiten Namen kennt niemand. Lustig. Ich wurde aber früher auch mal sehr gehänselt für den, deswegen wahrscheinlich. Ach, alles cool. Wenn wir dicke, fette Tuba haben, die mal gesagt, die Schweine. Dabei war ich gar nicht fett. Oh, mein meistgespammter Twitch-Emote. Ich habe bei mir im Channel so ein... Da mache ich so. Melly Lord ist der... Das ist der... Zu sehen, dass man sofort Anschluss findet. Man auf dem Event ist man nie lang alleine. Man ist umgeben von Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen wie einer selbst. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie dann auch Menschen verschiedenster Lebensbereiche zueinander finden, die ohne den E-Sport wahrscheinlich gar keine Berührungspunkte miteinander hätten. Welche Spiele ich spiele, wenn mir langweilig ist? Clash Royale auf dem Handy? Oder, ich muss es zugeben, Fishdome. Ja, wirklich. Manchmal musst du einfach nur, ist es zumindest nicht Candy Crush, ne? Aber manchmal musst du einfach nur bunte Steine sortieren. Ehrlich, das hat was Meditatives. Ich nenne es die Meditation der Neuzeit. Ja, saugeil. Ja, cool. Mega nice.